Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spyro The Reignited Trilogy. Zu Year of the Dragon. Jetzt sind wir in der zweiten Overworld und würden mal etwas uns umgucken, ne? Ah, Bianca. Bibi. Okay, Drache, du hast länger durchgehalten, als ich erwartet habe. Aber du hast nicht die leiseste Ahnung, was noch auf dich zukommen wird. Ich schlage vor, du nimmst deinen Katzenfreund und sämtliche Eier mit, die du gefunden hast, und verkriechst dich nach Hause, solange du noch kannst. Das rate ich dir zu deinem Besten. Um's klarzustellen, die Katze und ich sind keine Freunde. Ich hasse ihn auf den Tod. Genau, verpiss dich einfach, Bianca. Wäre er. Noch was zum Kaputtspringen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir als erstes da, uns den nächsten Begleiter freischalten. Das müsste ja wahrscheinlich laut der Cutscene Bird sein. Und dann können wir auch diese Tiki-Welt vollständig machen, ne? Hab ich gerade so ein Dieb. Ich habe einen Dieb gehört. Oh nö. Eis. Diebe und Eis ist nicht erfreulich. Was bist du? Eisspitzer. Ich habe sogar das Gefühl, dass diese Welt nicht wirklich sehr spitze sein wird. Außer spitze im nervig sein, das könnte es ja wahrscheinlich dann so der Fall sein, dass es mir sehr auf den Sack gehen wird. Ein Ei. Mingus. Oder Mangus. Mingus. Mingus. Linguste. 32 sind das schon, Alter. Hier wird nicht gegeizt, ne? Mit Quest-Items, so in dem Fall sogar Quest-Objectives, die wir sammeln müssen, um das Spiel durchzuspielen. So, dort vorne gibt es dann noch theoretisch was. Und da geht es zurück zum Anfang der Welt. Oh, da ist er schon, der Dieb. Aber der ist zum Glück auf einem linearen Weg. Das ist überschaubar. Und tschüss. Trixie. Trickshot. Alter, ist der fett gewesen. So, da erstmal alles hier schön im Rundgang alles einsammeln. So machen wir das hier. Und da ist schon auch Geldsack. Wahrscheinlich mit dem, ja, da ist ein Käfig. Den nächsten Begleiter. Was halt wirklich Bird sein muss. Was anderes wäre Schwachsinn. Und da sehe ich, wieder Jäger. Ist das toll. Den will ich überhaupt gar nicht sehen eigentlich. Weil seine Aufgaben immer so echt hundsbeschissen sind. So, was sehe ich da gerade für ein Level? Spukende Sümpfe. Noch mehr Sumpf, wie das muss es aber anscheinend auch in jedem Spiel geben, ne? So ein Sumpf-Level. Ich würde sagen, die Erkundung der Overworld, das machen wir dann anders mal. Oder zumindest all das, wo ich jetzt tauchen muss, mache ich später. Alles andere, was jetzt einfach so auf dem Weg liegt, das nehme ich mit. Okay, Geldsack. Wie viel willst du denn haben von mir? Mein letztes Hemd, eine Niere von mir oder auch zwei, ein Herz kann ich auch noch geben. Irgendwie ist Geldsack hier so das Pendant zum Finanzamt. Das kann ich überall finden, du kannst gar nicht drum herum gehen, ne? Ey, du. Ah, mein guter Freund Spyro. Die Zauberin hat diesen Vogel dabei erwischt, wie er Raketen in ihrer Feuerwerksfabrik gezündet hat, aber ich gebe ihn frei. Vorausgesetzt, du bezahlst seine ausstehenden Geldstrafen. Eine Kaution zahlen? Ach komm, wie wir wissen haben. 700, Junge! Was für ein Trottel! Das heißt, es ist etwas weit, weit Besseres, was du tust, als was du je getan hast. Und so weiter und so fort. Du verstehst schon. Jo. Wachtmeister Bird, 90068. Erwarte Befehle, Sir. Ich glaube, die bekommst du von deinem Kommandanten. Hey, was ist denn das? Die neueste Militärausstattung. DBX-9-Raketenwerfer. Hochmodern.
Warum bist du nicht damit geflohen? Weil ich begrenzte Munition habe. Und ich wollte sie aufheben. Hierfür. Sag mal, woher kommst du? Ich dachte, Drachen wären seit Jahren ausgestorben oder so. Ja, die Nachricht von unserem Aussterben ist etwas übertrieben. Wir wollten nur mal unsere Ruhe haben. Also, wenn du Ruhe haben willst, halt dich erstmal von meiner Heimatwelt fern. Ich werde wohl wochenlang die Noxe wegsprengen. Wiedersehen. Bis später, Peter. Und wir machen auch gleich die Heimatwelt. Durchs Backtracking. 1027. Das könnte schöner aussehen, die Zahl. Aber Geldsack will halt auch immer, ne? Finanzamt halt, ne? Wie er halt immer drauf wartet, bis er was kriegen kann von uns. Dieser kleine, verlogene Drecksbär. Ich muss die Kolibris trainieren. Wenn wir uns der Zauberin entgegenstellen müssen, sie in absoluter Höchstform sein. Kolibri. Folgende Situation. Gestern um 18.45 Uhr griffen die Rhinoxe an. Wir haben uns nach Kräften verteidigt, aber ohne deine Führungsstärke war unser Widerstand wenig erfolgreich. Um 19 Uhr befand sich der Rest des Trupps in Gefangenschaft und die Rhinoxe hatten den Stützpunkt übernommen. Oh, wie es aussieht, bin ich nicht der einzige Franzose hier. Kannst du schießen? Du kannst schießen. Das ist schön. Oh, die. Ah, sogar Homing-Raketen. Das ist nett. Okay, man muss wohl grob in irgendeine Direktion schon schießen. Dass er auch dahin schießt. So, noch ein Gegner hier? Nö, das ist anscheinend alles. Kann ich das auch kaputt machen? Okay, nee, ich kann ihn bloß rauslassen. Kein Problem. Kann ich auch fliegen? Ich kann wirklich fliegen. Und jetzt nicht bloß gleiten, sondern ich kann wirklich durch die Gegend fliegen. Das ist irgendwie erfrischend neu. So, stirb. Ist das geil. Gib mir mal den Stein, diesen Funkelstein. Homing. Ah, fetzt. So. Ah, da ist noch einer. So, wollen die mich ernsthaft mit Blumentöpfen abschmeißen? Naja, effizient ist was anderes, ne? Blumentöpfe haben jetzt nicht die beste Aerodynamik. So, und tschüss. Macht Spaß. Das macht schon Laune. So, ich habe feindliche Rationen erbeutet. Mit leerem Magen kommen sie nicht weit. Denkst du? Siegfried! Oder Siegfried. So, die Rhinoxe haben den Ausweg aus der nächsten Ölle mit einer Sicherheitstür versperrt. Ich glaube nicht, dass du sie sprengen kannst. Ich schlage vor, du landest auf den Gewichten und bringst sie zu den Druckschaltern auf beiden Seiten der Tür. Wenn du in Position bist, drück Stürmen zum Absetzen des Gewichts. Drück Action, um nach unten zu schauen und nochmal, um wieder aufzuschauen, Sir. Oh, Action. Aufschauen. Schön. Oh, irgendwas übersehen? Da ist ein Maulwurf, den krieg ich wahrscheinlich so nicht tot, ne? Nee, wirklich. Wenn ich denen zu nahe komme, ist er immer weg, ne? Der zielt doch gar nicht auf ihn, oder doch? Aber das Töten von denen bringt mir anscheinend nichts. Dann fliegen wir mal auf das Gewicht. So. Kann ich genauso. Oder auch nicht so. Genau, Gewicht Nummer 1. So, da sind noch ein paar fliegende Gegner. Die uns alle auf den Sack gehen wollen. War noch irgendwo so ein Dude. Ja, mit Blumentopf sogar.
So, dann holen wir nochmal noch die paar Steine. Da ist auch noch unser Kameraden in Gefangenschaft. In Gefangenschaft. Du sollst auf den Käfig schießen. Auf den Käfig. Auf den Käfig. Okay. Man muss mehrmals am Stück treffen. Da kommt schon das erste Problem. Das Treffen. So, ne Gewicht. Gib mal her. Das soll das Gewicht nehmen, Junge. Nimm das Gewicht. So. War hier oben noch irgendwo ein Gegner? Nee, aber hier ist noch ein Ballon. Mehr nicht. Na gut, dann geht's weiter. Weiter, immer heiter. So. Wieder Blumentopf schmeißen. Noch ein paar fliegende Bösewichte. Du sollst den Typ da oben abschießen. Wenn ich schon hochfliege. So, da oben noch ist das. Ist der Ballon, den will ich auch haben. Bin ich ja irgendwo was hier oben? Noch ein Ballon. Okay, die Steuerung ist etwas schwerfällig, würde ich es mal beschreiben. Die geht nicht so ganz so gut wie die von Sheila, wobei die auch nicht wirklich der Burner ist. Noch so ein Blumentopf, Junge. Der ist tot. So ein Blumenboy. So, was willst du denn du von mir? Moment, ich müsste hier noch jemanden retten wahrscheinlich, ne? Oder? Nö. Okay, alles klar. Ich war dumm. Was willst du von mir? Okay, was ist das denn? Ah, okay. Das kann ich fallen lassen. Anscheinend. Alter. Mission erfolgreich. Es ist gut, dich wieder dabei zu haben, Sir. Ryan Lee. Kann ich mal aufhören zu schießen? Alter, er schießt mit Pömpeln. Ist das euer Ernst? Danke, dass du mal hitten willst. Also auch den Gegner, meine ich. So, tschüss. Da ist noch... Okay, man muss nur in die Nähe davon fliegen, dann kommen die schon raus. Das ist interessant. Okay, die Bomben brauchen wir anscheinend für die... Die Dings. Ne, für die... Oh, wie heißt es denn? Für diese unzerbrechlichen Dosen. Gefäße. Würdest du ihn bitte mal auf den schießen? Bombardement! Okay, damit können wir wahrscheinlich auch dann diese Maulwürfe gezielt töten, ne? Jetzt ist die Frage, ob das was bringt. Also geben die Edelsteine? Ich glaube nicht. Ja, vorhin hat zumindest keine gegeben. Also ist das wahrscheinlich nutzlos. Aber dich will ich haben, du. Genau, du gibst mir schön einen Haufen Steinchen. Dreh dich nochmal um, du Stück Dreck. Ach, Bird. Warum drehst du den jetzt nicht um? Du sollst den... Sollst du den Marienkäfer töten? Ich kann anscheinend nicht mehr so gut steuern, wenn ich das Ding hier trage. Gab's nicht noch irgendwo so ein Metallsteingefäß, so ein Betonding? Hier vorne irgendwo? Ich war der Meinung, dass es eins gab. Nicht hier zumindest. Aber hier.
Oh, da geht es sogar noch nach unten. Ja, jetzt kann ich ihn noch besser steuern als vorher. Lava. So, du stirbst. Und du stirbst auch. Rhino. Und das ist noch so ein Kolibri. Freie noch ein paar Kolibri-Soldatinnen. Ah, okay, Glaswand. Komm ich hier oben raus? Wenn ich nach oben draußen? Nach oben draußen, oder? Nach oben draußen fliegen? Ne, ich muss wieder zurück durch den Tunnel. Ich würde gerne mal vorbei wollen. Dankeschön. Nicht so fett machen. Das ist schon meine Aufgabe im Real Life. Hier müsst ihr wieder rausgehen. Wo ging es jetzt? Da vorne müsste das gewesen sein, ne? Habe ich auch noch was übersehen? Schön, dass wir einfach irgendwas übersehen haben. Sogar am Anfang direkt. Ja, da ist ja wieder mein hervorragender Skill. Entschuldigung. So, hier habe ich auch alles mitgenommen, ne? Dann, doch, ich kann mich nach oben sehen. Das ist schön, dass es funktioniert. Ah, da ist noch einer gewesen. Die habe ich auch schön übersehen. So, hier oben gibt es nichts mehr. Dann bloß noch diesen einen Außenbereich. So, brauche ich dich noch einmal. Wahrscheinlich schon, ja genau da. So, Artillerie. So, Bombe fällt. Okay, anscheinend geben die Maulwürfe wohl doch Edelsteine. Das ist interessant zu wissen. So. Ich will mich aber besser bewegen können, wenn ich so über den Boden schwebe. Darum habe ich erstmal die Bombe weggeschmissen. Dann. Das ist relativ offen, ne? Ja, das gefiel mir dann an Spyro 1 besser, dass es so linear war. Das war irgendwie. Das war nicht ganz so offen. Aber ich glaube, damals so für die Zeit war aber so ein Level schon wirklich krasse Scheiß, ne? Das war schon eine Innovation. Sagen wir es mal so, wie es ist. So, da oben ist noch ein Gegner. Ah, das wollte ich. Ah, die wollte ich gar nicht einsammeln. Ich will da bloß die Dinger haben, Mensch. Ah, das ist ein Leben. Da ist das Leben, bitte. Danke. So, dann bräuchte man auch nur diese paar. Maulwürfen noch und das Ding. Es fehlt auch noch genau einer von diesen Kolibris. Dann haben wir auch da alles. Nehmen doch das Zeug mit. So. Als ob ich den nicht erwischt habe. War hier ein Zehner? Genau, hier war ein Zehner. Da hinten müssten auch noch was irgendwo sein. Weil hier habe ich auch was zum Abstürzen gebracht. Hier ist noch ein Magma-Tunnel. Da wird sehr wahrscheinlich. Ja, genau. Ich sehe nichts. Oh. 500 Steine und alle Eier, oder? Wenn ich gefangen genommen wurde, konnte ich dieses Ei retten, Sir. Roy. Ah, du bist ziemlich räudig. 3 von 3, alle Steine. Nee, ich gehe raus hier. Alle Steine, alle Eier, Level verlassen. Keine Lust nochmal durch diese Feuerströme da durch zu fliegen. Einmal reicht. Oh, ich habe das Gefühl, dass es bei den Tikis nochmal kommen wird, weil da brauchen wir halt Bird noch.
Diese Tiki-Welt. Ah, keine Lust. Überhaupt keine Lust. Aber es muss gemacht werden. Wir wollen ja das Spiel komplett, also alles mitnehmen, was geht. Bis auf diese Skillpunkte, die sind jetzt nicht so spitze. Nicht wahr? So, ich bräuchte mal noch etwas Energie. Du zum Beispiel und du. Und dann noch mal Welt erkunden, ne? Wo wir dann wieder backtracken gehen. In der nächsten Folge dann. Nehmen wir dann noch das Fluglevel aus Welt 1. Dann noch die Tiki-Welt. Mehr scheint es ja bald gar nicht mehr zu geben in dieser Overworld. Obwohl, da hinten sehe ich mir, was ist ein Powerpunkt in der normalen Welt? Was ist denn da los? So. Was bist du denn für ein Level? Bambus-Terrasse. Ja. Das. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen. Also jetzt nicht irgendwie, ob das irgendwas besonders Schönes ist, noch als dass irgendwas Schreckliches sein wird. Das ist relativ neutral. So, dann haben wir hier noch ein paar Steinchen und das ist Querfeldeinstrecke. Oh ne, das ist ja schon wieder so eine Fluglevel-Scheiße. So, was bist du denn? Spyro, ich habe eine besondere Aufgabe für Sparks. Wir treffen uns später wieder hier, Zoe. Das war die Fee, ne? Zoe? So. Oh, ein Ei. Modesty. Keine Ahnung. Ist das nicht ein Attribut im englischen sprachigen Bereich? Also, ist das nicht sowas wie... Was ist denn modest? Ich wusste das zumindest mal. Ich hab's vergessen. Modest. So, du, Zoe. Das hier ist ein Superflammen-Power-Up. Du wirst mehr davon in allen Welten verstreut finden. Probier es aus und zerbrich die Pflanztöpfe hier. Ich glaube, ich habe gesehen, wie ein Rhinox in einem davon ein Ei versteckt hat. Mhm. Die Pflanzentöpfe. Das Zeug hier oder was? Das noch mehr. So. Wo ist denn der letzte? Nochmal kurz refreshen. Wo ist denn der letzte? Dort vorne. Matt. Oder in dem Fall Matt. Ja, du bist ein Künstler, wie es ausschaut. 38. So, dann unten war noch so eine Beton-Stahl-Vase. Dafür brauchen wir sehr wahrscheinlich das Ding. War das bloß eine? Ich dachte. Und die war jetzt wo? Ach da. Und noch nicht alle Edelsteine. Das ist sehr interessant. Ist noch irgendwo so ein Stahlding? Ne, aber hier unten waren wir noch nicht drin. Im Gewässer, direkt am Anfang. Hier ist noch relativ viel. Noch ein Ei. Dave. Filoni. Alle Eier. Noch nicht alle Steine. Immer noch nicht alle Steine. Wie viel fehlt denn? 10 Stück. Ja, die könnten auch wieder überall sein. 10 Stück. Habe ich hier alles mitgenommen? Ich glaube schon, ne? Hier müsste eigentlich schon alles weg sein. Kann man vielleicht mit dem Feuer? Ne, das glaube ich fast nicht. Ja, die letzten sind
Dort oben. Ach, bei Jäger wahrscheinlich. Stimmt, bei dem waren wir noch gar nicht. Ja, die letzten. Letzten Stück. Doch nicht. Was willst du doch von mir? Zoe sagt, das Portal öffnet sich, wenn wir das Dingsbums da drüben treffen. Spuck doch mal diesen Stein darauf. Wo treffen, was treffen? Hier oben die Zielscheibe wahrscheinlich, ne? Wenn du einen Stein auf. Ja, ich will doch zielen, du Stück weg. Zaubertürme. Oh, das klingt schon wieder so schön. Hier unten muss noch irgendwo was sein. Aber wo? Hier unten ist da nichts. Ach doch! Mhm. Ja, wenn Blindheit und Dummheit wehtun könnte, ne? Ich müsste im Koma liegen wahrscheinlich. Aber das war auch übrigens alles zu dieser Episode. Und das nächste sehen wir dann in der nächsten Episode. Und bis dahin, tschüss.